Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Trendwörter Trendbox aus dem Monat März. Die ist ziemlich leicht, aber mal gucken, was hier so drin ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, die monatlich erscheint, ab 29,95 kostet, was nicht wenig ist. Aber die hat einen Warenwert von mindestens 80 Euro und wir haben hier 8 bis 10 Produkte aus den Bereichen Wellness, Food, Design, Lifestyle mit am Start, ne? Und dementsprechend lohnt sich das meistens schon ziemlich. Und ja, genau, ich habe einen Code, Claudi15, damit kannst du 15% auf deine erste Box sparen, wenn du Lust haben solltest, auch ein Abo abzuschließen. Und ja, ich bekomme die Box in Kooperation zugeschickt, um sie vorstellen zu können. Und ich würde sagen, wir werfen hier mal einen Blick hinein, was wir hier drin so finden. Wir haben hier nachhaltige Produkte drin enthalten, vegane Produkte und das finde ich auf jeden Fall ziemlich charmant. Feel Good ist von der Märzbox das Motto und so schaut es dann aus, wenn man die Box öffnet. Dann schauen wir mal, womit die Trendraider Trendbox uns dieses Mal ja, ein gutes Gefühl geben möchte. Ich sehe hier schon direkt das Heftchen mit der Dame. Feel Good, oh, das ist echt ein wunderschönes Bild von einer wunderschönen Frau. Das kann man nicht anders sagen, ne? Zuallererst schauen wir uns mal das Motto an, was die Boxenpacker sich so überlegt haben. Deine Feel Good Box. Egal ob Yoga, Meditation, Spazierengehen oder leckere Snacks genießen. Im März steht im Mittelpunkt, was deine Seele gerade gut tut. Nutze diesen Monat, um dich bewusst auf dein Wohlbefinden zu konzentrieren und entdecke neue Wege der Entspannung und Heiterkeit. Horche dabei auf dein Bauchgefühl und gönn dir das, was sich wirklich gut anfühlt. Das ist auf jeden Fall sehr schön, so vom Mut her, würde ich mal so sagen. Wohlfühlmomente sind ganz persönlich und individuell. In unserer Märzbox entdeckst du köstliche Snacks, pflegende Wellnessprodukte und Lifestyle Essentials, die dein Wohlbefinden steigern. Lass dich inspirieren und verwöhne dich mit deiner individuellen Me-Time. So gönnst du dir eine Auszeit, die deine Seele verwöhnt. Ach so, und wenn man ein Jahresabo hat, dann bekommt man noch ein Goodie on top. Da gucken wir aber gleich mal entspannt durch. Zahlst du halt nicht nur weniger für die Boxen, sondern du bekommst auch noch was on top. Dann haben wir hier auch noch ein Rezept für Stullen mit am Start. Vegane Favoriten sind aufgeführt. Und der Ausblick auf den April. Deine Trendbox im April. Raus aus dem grauen Alltag, denn der April steht vor der Tür und mit ihm erwartet dich ein wundervoller Frühling. Ja. Jetzt ist genau die richtige Zeit, deinen Garten oder Balkon zum Erblühen zu bringen. Genieße den Frühlingsstart mit deiner Trendbox. Dich erwartet eine Box voll gefüllt mit Wellness-Highlights und praktischen Lifestyle-Produkten für dein Gärtnerglück, mit köstlichen Food-Produkten, mit Zutaten aus dem Garten. Bloom up your life mit deiner Trendbox im April. Ab dem 1.4. kannst du die nämlich dann abonnieren. Ja, ihr Lieben, aber wir schauen jetzt erstmal in die Märzbox rein. Ich bin ziemlich gespannt drauf. Hier haben wir immer diesen, zum einen den Flyer, dass die liebe Lilly sich da bei mir bedankt für die Kooperation, sehr gerne. Und dann kann man auch diese Karten sammeln, sodass man irgendwann eine Surprise-Box bekommt. So, ich starte jetzt auch tatsächlich mit Snacks. Da habe ich von Katjes, die sind ja riesig, viel gut. Das passt zum Motto, das ist natürlich super. In vegan, ab und an esse ich sowas auch mal ganz gerne. Aber wenn ich anfange damit, ich kann damit nicht aufhören, weil ich mag sowas echt gerne. Und das ist mir irgendwann schlecht. Also da muss man dann zusehen, dass man sich bremst. Und wir haben ja so richtig, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist zum Beispiel so eine Lotusblume. Hier steht viel gut drauf, ne? Also da geht die Party schon richtig, richtig schön ab. Ich finde es cool. Also das ist für mich persönlich auf jeden Fall ansprechend. Ja, dann habe ich hier noch Teekampagne. Ich habe hier Tee mit drin. Den Daria Gartentee. Grüner Darjeeling. Mhm. Okay, 100% Darjeeling, 250 Gramm. Oh, und die haben ganz viele Fairtrade und Öko und Bio und so weiter und so fort Siegel, ne? Ich bin eher so der Früchtetee-Mensch und denke, dass das auf jeden Fall was wäre für meine Stiefschwiegermama in Spee, die heute zum Beispiel auch da war. Ich denke, dass ich ihr den mal geben werde. Da wird sie sich sicherlich drüber freuen. Die hatte jetzt auch gerade, tatsächlich, wenn ihr das Video seht, hat sie morgen Geburtstag. Also für mich hat sie morgen Geburtstag. Wenn ihr das Video seht, hat sie schon Geburtstag. Ich habe hier noch mehr drin. Ein starkes Öl aus Leinsamen. Sowas finde ich immer praktisch. 100 Milliliter, ne? Kannst du gut verwenden. Ich weiß gar nicht, aus Leinsamen kann man doch sicherlich auch zum Kochen verwenden, oder? Weil manche Öle kannst du ja so hoch erhitzen, andere besser nicht so. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich das kann. Werden wir verwenden, ne?
Sehr gern. Und ich glaube, Leinsamenöl ist auch sehr gesund. Mein Opa hat sich damals immer Leinsamen in seinen Joghurt reingemischt. Sollte immer gesund sein. Dann habe ich von Flannery was hier drin. Flannery ist eine Marke, die hatten wir, glaube ich, auch schon öfters hier in der Trendradar-Box drin. Die ist gar nicht mal so günstig. Midnight Rain Vitamin C Brightening Eye Cream mit 10 Millilitern. Und Vitamin C ist jetzt auch eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Denn je mehr die Sonne rauskommt, desto mehr wollen wir auch strahlen, ne? Und da hilft uns definitiv das Vitamin C. Und Vitamin C funktioniert auch richtig gut mit Lichtschutzfaktorprodukten zusammen, weil die sich irgendwie unterstützen. Frag mich nicht wie, das habe ich noch nicht herausgefunden, aber ich habe immer wieder gehört und gelesen, dass Vitamin C 1A mit Lichtschutzfaktor zu kombinieren ist. Machen wir weiter mit New Key Care Essentials. Natürliche Pflege ohne Kompromisse, einfach gut für dich und die Umwelt. Das ist ein sehr, sehr geil. 02 Face Sunscreen 50 Plus Pure Protection Blue Light Defense Schweißresistent. Mega geil, Leute. Mega geil. Das ist so schlau, ne? Jetzt Lichtschutzfaktor reinzupacken, sollte man ganzjährig verwenden, keine Frage, mache ich auch. Aber halt in die Box, wo die ersten Sonnenstrahlen dann in dem Monat rauskommen, 30 Milliliter sind hier drin, dann den Lichtschutzfaktor reinzupacken. Das ist für mich traumhaft. Also da bin ich auch immer froh, wenn Boxenpacker auch so mitdenken, ne? Und wenn da jemand sich wirklich langfristig Gedanken drüber gemacht hat, dass jetzt ja im März die Sonnenstrahlen kommen könnten, dann macht so ein Lichtschutzfaktor auf jeden Fall Sinn. Ich freue mich. Und die ersten haben jetzt ja auch schon im März Herbstferien, ach Quatsch, Herbstferien, Osterferien und so, ne? Und ja, was sie auch geschrieben haben, man geht in den Garten und so, macht man aber auch schon im März, ne? Also bei uns, kaum kommt der erste Sonnenstrahl hier raus, sind hier gefühlt alle im Garten. Dann habe ich hier was drin von Tartex, bist du doch, oder? Nee, von Zwergenwiese. Protein, Aufstrich, Lupi Love, Paprika, Pfeffer. Ach, du ahnst es nicht, Lupinenbohnen. 135 Gramm, das ist so ein herzhafter Aufstrich. Sowas hatte ich auch schon mal da. Das ist, also ich bin ja eher so die Süße, was Aufstrich angeht, aber manchmal habe ich auch so einen richtigen Heißhunger auf irgendwas Herzhaftes. Da kommt das auf jeden Fall ganz gut. Oder wenn man Osterbrunch hat und einfach mal was Spezielles auftischen möchte, kommt man hiermit, glaube ich, auch ganz gut zurecht. Deswegen, ja, hört sich auf jeden Fall auch ziemlich lecker an. Das ist richtig schön auf so einem Brot und dann vielleicht so ein paar Gürkchen, so diese eingelegten Gürkchen dazu und dann noch ein gekochtes Ei dabei. Traumhafter Morgen, ey. Dann habe ich von Edgar ein Bio-Erdnuss-Karamellriegel. Sowas finde ich immer klasse, weil ich das echt gut zwischendurch essen kann, ne? Also wenn ich dann halt in der Drehpause habe oder wenn ich unten am Wuseln bin und mein Kreislauf mal wieder sagt, ciao, Kakao, ich möchte definitiv hier sowas haben, dann greife ich dazu und da bin ich auch immer sehr happy, dass ich sowas da habe. Deswegen finde ich gut. Ich mag auch super gerne Erdnüsse, das ist voll mein Ding. Ich werfe mal kurz einen Blick rein, dass ich jetzt nicht irgendwie aus Versehen nicht erwähne, welches das Trendgoodie ist. Ach, guck mal, dieses Leinöl. Das ist das Trendgoodie, was nur die bekommen, die ein 12-Monats-Abo abgeschlossen haben. Dann habe ich hier von Chelms Totes Meersalz Kopfhautpflege. Wie schön. 2 in 1. Peeling und Haarmaske. Reinigt und erfrischt die Kopfhaut. Sehr, sehr geil. Sensible Kopfhaut und trockenes Haar. Sowas brauche ich doch. Geil. Ich wusste nicht, dass Chelms sowas hat, Leute. Das machst du dir rein. 5 Minuten einwirken lassen. Einmal wöchentlich. Richtig cool. Finde ich klasse. Und dann kannst du es auswaschen, fertig ist die Laube. Ich habe auch aktuell eins in Anwendung, was ich, da habe ich so eine kleine Hassliebe zu, ne? Das ist nämlich eigentlich ein Peeling, was Enzym-Peeling ist, was ja großartig ist, aber es hat halt auch gleichzeitig noch mechanische Peeling-Partikel mit drin. Warum? Und das finde ich gut, da habe ich noch eine Anwendung drin, aber dann werde ich das hier verwenden. Finde ich total super, weil ich habe öfters mal so Probleme mit trockenen Stellen auf der Kopfhaut und so, ne, dass da alles ein bisschen wuselig ist und Liebe geht immer, ne? Dann habe ich hier Kekse. Was ist das? Breckers pur Roggen. Oh, im Ofen gebacken, aus 100% Roggen. Breckers sind Ofenbrotchips aus Roggen, Wasser und Salz. Dein handgemachter Snack pur. Traditioneller Brotteig, hauchdünn im Ofen gebacken. Ideal für unterwegs, perfekt zum Dippen und Genießen. Das kann ich mir, da sind 125 Gramm drin. Übrigens auch mega gut vorstellen mit diesem Aufstrich, ne? Also, dass man das einfach so da rein. Ach, und ein 10%-Code hast du auch noch mit dabei, das ist doch nett. Ich denke, dass das hier auch etwas ist, was mein Freund auch feiern wird. Der mag gerne so Roggensachen. So, das ist hier noch richtig. Das lasse ich auch erstmal zu. Aber der wird sich das wahrscheinlich relativ schnell gönnen, also mache ich es doch auf. Bin ich gerade so blöd, um eine Dose zu öffnen? Scheinbar. Hä?
Lecco mio, was ist das hier? Wow, das kam unerwartet. Ist hier nochmal zugemacht? Natürlich. Oh. Ja, das riecht auch einfach nach Roggen, ne? Ziemlich cool. Ich kann ja mal einen probieren. Oh. Die haben richtig Geschmack, Leute. Ich finde die lecker. Nee, ich glaube, die esse ich und nicht mein Freund. Das ist ja auch echt gesund, ne? War klasse. Cool. 3,35 ist mal wirklich eine Ansage, aber ich glaube, du knallst die auch nicht in eine komplette Packung rein. Das heißt, du hast da auch ein bisschen länger was von. Muss ich mal schauen. Dann habe ich hier was drin. Washies. Embrace your beauty, sustainability, reusable cleaning, makeup and removal pads. Liebe ich. Ich habe die, seitdem die damals das erste Mal bei die Höhle der Löwen waren, immer gehabt. Mittlerweile habe ich keine mehr, weil die alle Uppe waren. Und die sind unverschämt teuer geworden, oder? Habt ihr das auch irgendwie bemerkt? Und damals war das ja echt in so ein Mehrfachpacks und du hast die ständig irgendwie auch recht günstig bekommen. So jetzt aktuell nicht mehr. Sieht auch ein bisschen, ja, durch diese Banderole ein bisschen nachhaltiger aus, ne? Finde ich geil. Wird direkt in der Waschmaschine kommen und dann in Anwendung, ne? Mag ich sehr, sehr gerne. Zum Abschminken, zum Maske abnehmen und so. Zum Gesicht waschen zwischendurch. Mega. Und dann habe ich hier von Joni, das ist ja praktisch, habe ich auch schon mal gehört, Chemical Free Period Care. Joni ist quasi ein Wort für das Unterstübchen der Frau. Tampons, Medium, 16 Stück, kann ich gebrauchen. Ne, sowas mag ich. Und dann sind das sicherlich welche, die jetzt irgendwie nicht komisch behandelt wurden oder so, nicht gebleicht wurden oder so, das hört man ja auch immer wieder. Finde ich aber super, kann ich gut gebrauchen, wird demnächst wieder Phase werden. Schön. Und dann habe ich hier noch was. Wer ist noch Flyer? Wer bist du? Starkes Öl. Achso, das ist hier zu diesem Leinsamen, ne, was wir hier so drin haben. Veganer Sonnenschutz, das hatten wir ja eben auch von New Key. Ach, guck mal, und das sind die beiden, oder? Nee, oder? Nee, das sind Werbeträger. Quatsch. Mann, das ist Manuel Neuer, Claudi, den kennst du doch. Und Teekampagne habe ich ja auch noch eine Info drüber. Genau, ich habe hier nämlich von Rabenhorst Innere Ruhe. Das kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Ich bin nämlich gerade so, ihr merkt das, ne, so richtig angepiekst. Das ist ein Saft. Meerfruchtsaft mit Kamille, Melisse, Passions- und Blumenkrauttee. So schaut das aus. Und ich habe noch ein bisschen was von diesem Roggen zwischen den Zehen. Dann habe ich hier was zum Nachspülen. Ich habe auch noch ein bisschen Möhrensaft hier stehen, aber, ne? Prost. Das hat was von Fruchtsaft, trifft auf Kamillentee, aber ganz leicht nur. Sehr interessant. War jetzt aber auch echt lecker, ne? Ihr Lieben, das ist die Trend bei der Trendbox aus dem Monat März gewesen. Wie fandet ihr die? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Also, ich freue mich drüber, dass hier vieles mit dabei ist, was auch einfach passend nicht nur zum Motto ist, sondern auch einfach zur Zeit. Ne? Das mag ich sehr gerne. Ich mag diesen Vibe von der Nachhaltigkeit. Ich mag einfach auch mal so diese etwas anderen Geschmäcker erleben zu dürfen, obwohl das eigentlich auch sogar sehr basic ist. Aber man kommt da ehrlich gesagt so nicht drauf. Ich hole mir im Supermarkt einfach meine klassische Chipstüte, gesalzen, ungarisch, wie auch immer. Und das war's und habe da nicht irgendwie große Variationen in meinen Gedönsen. Aber wenn man sowas in der Box mit dabei hat, das mal probiert, dann geht man auch mal ein bisschen mit offeneren Augen durch den Supermarkt, finde ich. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ja, ansonsten halt praktische Sachen, ne? Schreibt mir gerne, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Gerne können wir uns darüber austauschen und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!